Ehre, wem Ehre gebührt. Bezirksrat, Vereinsausschuss, Mitglieder und Freunde sind in die Bogensportanlage des BBB Berlins gekommen, um den Triumph der Bronzemedaillengewinnerin von Tokio, um Lisa Unruh und Co. gebührend zu feiern. Ich habe mich riesig gefreut, auch dass so viele auch ehemalige Freunde so gekommen sind und so eine Grillparty in so einem familiären Kreis vom Verein, finde ich immer richtig schön. Über einen Monat ist es inzwischen her, dass sich Lisa Unruh, Michelle Kroppen und Charlene Schwarz mit Pfeil und Bogen im Gepäck auf dem Weg nach Tokio gemacht haben. Am 25. Juli 2021 war der Tag der Tage. Die deutschen Damen jubelten nach dem Sieg gegen Weißrussland über die Team-Bronzemedaille. Schon von klein auf Bogen und bin schon als kleines Kind über den Platz gelaufen, hab gesagt, dass ich das vorhab. Und ich bin sehr froh, das jetzt schon mit 20 erreicht zu haben und hoffe, dass noch mehr folgt. 21 Jahre hat es gedauert, bis es wieder einem deutschen Damenteam gelungen ist, mit einer Medaille zurückzukehren. Passend dazu berichten die Olympionikinnen den Vereinsmitgliedern und insbesondere den Probebogenschützen und Probebogenschützinnen während der Feierlichkeit von ihren persönlichen Erlebnissen und Geschichten vor Ort. Ich habe mich so erlebt wie noch nie zuvor, dass ich während des Wettkampfes angefangen habe, meine Energie rauszuschreien, wenn ich Zehner geschossen habe. Ich habe geredet wie ein Wasserfall während des Wettkampfes. Nach der herzlichen Begrüßung durch den Präsidenten Alfred Kronziel und den Bezirksrat Dr. Thorsten Kühne hat der Verein tolle Überraschungen für die Olympionikinnen parat. Gepackte Präsentkörbe und ein leckeres Barbecue-Buffet bei gemütlichem Beisammensein. Und auf eine Olympiatorte darf gewiss nicht verzichtet werden. Also der Kuchen ist super klasse gewesen. Also einer der schönsten Kuchen, die ich bisher so gesehen habe. Die Probebogenschützen, Probebogenschützinnen, welche sich neben dem Festzelt mit Pfeil und Bogen ausprobieren, müssen diesen Moment unbedingt mit der Kamera festhalten. Schließlich schießt man nicht täglich in der Anwesenheit von drei Bronzemedaillengewinnerinnen. Den ein oder anderen Tipp gibt es von den Profis natürlich auch. Die sind, oh Gott, die Olympia-Athleten sind ja von hier. Ich war so, okay, dann muss ich es mal ausprobieren. Und dann bin ich die Woche später gekommen und es war wirklich sehr, sehr schön. Also ich finde das hier sehr cool. Der Erfolg der Damen ist für den Bogensportclub BB Berlin ein ganz besonderer Triumph. Und umso größer ist auch der Stolz des Vereinsausschusses und der Mitglieder, die Olympionikinnen um Lisa Unruh und Co. herzlich in der Heimat in Empfang nahmen.